Heute wird's richtig sportlich hier in diesem Adventskalender, denn heute präsentiere ich euch MicroProse Soccer. Ja, das legendärste aller Fußballspiele auf dem C64 und auch eines der ersten Videospiele, die ich überhaupt gespielt habe. Ich bin mir manchmal nicht sicher, ob MicroProse Soccer nicht sogar mein zweites Spiel war. Es könnte aber auch Time Fighter gewesen sein auf dem C64, aber ich erinnere mich sehr früh, dass ich meinen Bruder damit genervt habe, doch auch mal spielen zu dürfen, und er hatte da immer gegen die großen Teams schon gespielt. Ich weiß noch, ich glaube, das allererste Mal durfte ich gegen Argentinien ran und bin irgendwie mit 1:8 oder so. Nee, nicht mal, ich habe kein Tor geschossen. Ich glaube, mit 0:8 oder so bin ich unter die Räder gekommen. Wohlgemerkt bei einer Minute pro Halbzeit oder irgendwie so. Das war schon ganz witzig. Ja, jedenfalls ein zäher Einstieg bei MicroProse Soccer. Und da hatte ich noch gar keine Ahnung, was man in diesem Spiel alles tun kann. Denn MicroProse Soccer bietet wirklich einige Möglichkeiten. Und gerade diese Optionsvielfalt ist es, was dieses Spiel so interessant macht. Das Spiel gab es in zwei unterschiedlichen Versionen. Die Version, die hierzulande wohl die meisten gespielt haben, wird diejenige gewesen sein, bei der wir uns unter anderem auch beim ganz normalen World Cup, also bei der Weltmeisterschaft, messen konnten. Und zusätzlich gab es dann auch noch diverse weitere Modi. Sehr cool war, dass dieses Spiel großen Wert auf Multiplayer-Action legte. Und unter Namebank konntet ihr sogar diverse Fußballteams anlegen. Und da hatte ich mir damals schon als Kind einen Spaß draus gemacht, die Teams aus der Anime-Serie Die Kickers nachzumachen, tatsächlich. Dasselbe hatte ich ein bisschen später bei This is Football 2002 gemacht, dass ich die Teams aus Captain Tsubasa nachgebaut habe. Und damals auf dem C64 bin ich hingegangen und habe die Teams von Die Kickers genommen, die es da so gab im Einzelnen. Und das war sehr, sehr schön. Ihr konntet euch also wirklich eigene Ligen erstellen und dann im Multiplayer-Modus gegeneinander antreten. Oder ihr nehmt eine dieser erstellten Mannschaften und tretet damit in der sogenannten MicroProse International Challenge an. Der Modus, den ich wohl am häufigsten gespielt habe. Da geht es darum, dass ihr gegen Teams von verschiedenen Leveln, also sprich verschiedenem Niveau, antretet. Der erste Gegner war immer Oman und ich meine, der letzte Gegner war dann immer Brasilien gewesen. Es gab unterschiedliche Schwierigkeitsgrade, aber die waren nicht in dem Sinne anwählbar, dass ihr jetzt leicht, mittel, schwer wählen konntet, sondern die einzelnen Teams selber waren der Schwierigkeitsgrad. Also die mehrfachen Weltmeister Italien, Deutschland, Brasilien, die waren natürlich die stärksten Mannschaften dann auch hier. Und sowas wie Oman war dann halt der schwächste Gegner gewesen. Dann gab es aber auch noch das World Cup Tournament. Auch hier konntet ihr wieder euren Spieler auswählen. Und anschließend konntet ihr für diesen Spieler dann ein Team auswählen, mit dem ihr bei der Weltmeisterschaft teilnehmen wolltet. Ihr wurdet also eurer Gruppe zugelost, ganz normal. Und habt aber trotzdem jedes Mal auch die Ergebnisse der anderen Mannschaften eingeblendet bekommen. Diese Spiele wurden geskippt und euch jeweils das Ergebnis mitgeteilt, bis ihr schließlich selber dran wart. Und so kämpft ihr euch durch die Gruppenphase, bis hin zur K.O.-Runde und vielleicht zum ganz großen Titel? Wer weiß. Und darüber hinaus kam das Spiel auch noch mit einigen Einstellungen daher. Im Control Panel konntet ihr diverse Änderungen vornehmen. Ihr durftet die Länge der Halbzeit beispielsweise verändern. Ihr konntet einstellen, wie stark die Bälle angeschnitten werden durften. Und ihr konntet sogar einstellen, ob es nicht ab und zu mal regnen soll. Und beim Regen blieb es nicht. Alter Schwede! Das Coolste an MicroProse Soccer, sind wir mal alle ganz ehrlich, waren Spiele im Regen. Allein die Sliding Tackles auf dem nassen Rasen, das war eine helle Freude. Das ist doch der Grund, warum wir MicroProse Soccer so oft gespielt haben, oder? Außerdem konnte man in den Optionen einen Schwarz-Weiß-Modus einstellen. Aber nicht das, was ihr jetzt denkt. Eine retroartige Fernsehübertragung in Schwarz-Weiß. Nein, es bedeutete lediglich, dass die Trikots entweder schwarz oder weiß waren. Warum auch immer man das wollen sollte, warum auch immer man auf die verschiedenen Farben verzichten wollte, aber es war halt so. Außerdem konnte man richtig coole Musik einstellen, die während der Matches gespielt hat. Richtiges Fußballübertragungsfeeling kam dann aber spätestens bei den Wiederholungen an. Und zwar immer dann, wenn ihr ein Tor geschossen habt. In diesem Fall wurde eine Wiederholung eingeblendet und die ganze Szene wie bei einem Videorekorder einfach zurückgespult. Und dieser Rückspuleffekt,
ist wirklich einer der Spezialeffekte auf dem C64, der mir immer hängen geblieben ist. Einer der großartigsten Spezialeffekte. Ansonsten, wie bei jedem Fußballspiel, braucht es zunächst ein bisschen Übung. Den Gegner auszudribbeln, das war die eine Sache, das war schnell gelernt. Und auch den Ball mittels Tackles erobern, das ging mit Sicherheit. Schwieriger war es da schon ein Tor zu schießen, denn der Torwart wusste genau, was er tat. Meistens. Oft hat es einfach geholfen, sich an die Strafraumkante zu stellen und einen angeschnittenen Ball zu platzieren. Aber gegen spätere Gegner war es auch gar nicht so einfach, sich durch die Verteidigung zu kämpfen. Da musste man sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Und apropos unüberwindbarer Torwart, der Torwart von eurer eigenen Mannschaft, der konnte auch absolut unüberwindbar sein. Denn niemand Geringeres als ihr selbst durfte ihn steuern. Habt ihr gerade dieses Geräusch gehört? Dieses Geräusch kam nicht etwa vom Schiedsrichter oder von den Rängen. Nein, dieses Geräusch, dieser Warnton zeigt euch an, Achtung, jetzt seid ihr der Keeper. Jetzt müsst ihr die Steuerung des Keepers übernehmen und den Ball gefälligst selbst halten. Also aufgepasst, wenn ihr dieses Geräusch hört. Aber besonders cool war es, wenn ihr euch dann mal an eine andere Version, nämlich die amerikanische Version, gewagt habt von MicroProse Soccer. Denn dort wurden die Teams jeweils durch amerikanische Teams ersetzt. Aber das ist noch nicht die einzige Änderung. Denn in dieser Version durftet ihr sogar in einem echten Hallenmodus antreten. Ja, Hallenfußball war angesagt. FIFA 98 ist heute noch wegen seines Hallenmodus absolut legendär. Und ich glaube, dasselbe gilt auch für MicroProse Soccer. Hallenfußball weckt eben doch eine gewisse Faszination. Und da ihr hier den Ball nicht einfach ins Aus dreschen konntet, ergeben sich hier wieder völlig neue Möglichkeiten. Seid ihr in der Lage, in der Halle ein Tor zu schießen? Für mich ist MicroProse Soccer bis heute immer noch das ungeschlagen beste Fußballspiel auf dem C64. Da ändert auch ein International Soccer nichts dran. Das kam mir im Vergleich dazu tatsächlich immer relativ simpel vor. Obwohl es ebenfalls selber ein Klassiker geworden ist, aber MicroProse Soccer ist für mich definitiv nochmal eine Stufe darüber anzusiedeln und deswegen war es für mich klar, das Ding gehört in den Adventskalender und ich hoffe, auch Nicht-Fußball-Fans finden hier ihren Spaß. Spätestens dann, wenn es mal wieder gewittert, hier über den Boden schlittert. Ein echt heftiges Fußballspiel, meine Freunde.